Hallo Freunde des Maronenschabens, willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Was habe ich heute für euch? Heute vor 77 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, suchst du dir mal so ein paar Bunker von damals und ja, vielleicht ist ja noch irgendwas zu erkennen. Ich bin zum Hütgenwald gefahren. Hier war eine ziemlich große Schlacht. Die Alliierten haben hier ziemlich viele Verluste eingefahren. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier durch, gucken, was wir noch finden an Bunkern und Gedenkstätten. Und die zeige ich euch dann. Bleibt dran, wird mit Sicherheit spannend. Bis später. Die schweren Kämpfe von Oktober 1944 bis Februar 1945 im Gebiet der Nordeifel werden als Schlacht im Hütgenwald bezeichnet. Unterschieden werden dabei drei Abwehrschlachten zwischen der Wehrmacht und der angreifenden US-Armee. Die Waldkämpfe um den Hütgenwald zählen zu den schwersten Kämpfen der US-Armee im Zweiten Weltkrieg überhaupt. Diese Waldkämpfe gelten als die ersten Gefechte der US-Armee in dieser Art vom Gelände. So, das hier ist der Bunker 113. Stehe gerade mittendrin. Aber leider ist alles zugeschüttet. Man kommt also hier nicht weiter. Schade eigentlich. Dann suchen wir noch andere. Bis später. Ja, also leider haben sie hier in dem Wald eine ganze Menge von diesen Windrädern eingebaut. Naja, irgendwo ist es verständlich, dass wir die brauchen. Auf der anderen Seite ist die Natur hier natürlich ganz schön versaut. Naja, aber irgendwas ist ja immer.
Auf der einen Seite sind wir jetzt gewesen. So, was wir gesehen haben, das war Bunker 132. Das war der Bunker Hütgenwald. Und zwei Gedenkstätten haben wir gefunden. Ne? Ist schon mal wahnsinnig interessant. Auf der anderen Seite sollen jetzt noch drei Bunker sein. Bunker 135, 139, 40. Ich kann es aber nicht genau sagen. Wir gehen einfach mal ein Stückchen runter und dann gucken wir, ob wir die finden. Bis später.